Hallöchen, hallo, liebe Menschen da draußen an den Bildschirmen. Willkommen zur ersten Newcomer-TV-Nacht hier in der Musikhalle Portstraße in Oberursel am Fuße des wunderbaren Taunuses. Es ist ein wahnsinniges Wetter heute gewesen. Der Frühling klopft vehement an der Tür. Und heute haben wir aus lauter Frühlingsgefühlen vier wunderbare Bands für euch eingeladen, hier in der Musikhalle Portstraße zu rocken. Und die erste Band, die ich heute hier begrüßen möchte im Interview, ist Love Sees No Color. Und die Band gibt es, wenn ich mich nicht irre, seit 2008. Und bei mir sind Tristan, Stefan, Dave und der Ken. Hallo. Was hat euch zusammengeführt? Unter welcher Flagge erobert ihr das musikalische Universum? Ich glaube, das ist recht unspektakulär. Der gemeinsame Wohnort hat uns zusammengeführt vor 10 Jahren. Im wunderschönen Main-Taunus-Kreis. Das heißt, ihr seid zusammen auf die Schule gegangen, irgendwie Gymnasium, habt zusammen studiert oder die ersten Tanzschritte in der Tanzschule zusammen gemacht? Wir hatten alle unsere eigenen Bands und sind dann irgendwann über diese Bands zusammengekommen. Wir haben alle unsere Bands verlassen und gesagt, okay, war lustig, so die ersten Bands, aber lass mal was Richtiges machen. Ihr habt ja einige Albums produziert, alle in der gleichen Besetzung. Das heißt, seid ihr jetzt, wie ihr hier sitzt auf diesem wunderbaren Sofa, noch die Urbesetzung von Love Sees No Color? Also Stefan, Dave und ich sind Gründungsmitglieder. Ken ist jetzt seit, glaube ich, 6 Jahren dabei. Sechs, sieben Jahren. Und die letzten zwei Alben sind jetzt hier in der Besetzung. Und super. Schlagzeuger werden immer gern mal ausgewechselt, weil die so schnell verschleißen. Aber du siehst noch so jung aus. Wie machst du das? Ich spiele ganz viel und dementsprechend hält mich das ganz viel fit. Dementsprechend. Ist es eine große Herausforderung, die Musik von Love Sees No Color zum Grooven zu bringen? Nee, ich glaube, das ist so ein gemeinschaftliches Ding. Also da gibt jeder so seinen Input dazu und dementsprechend gibt es so ein grooviges Gesamtbild, sage ich jetzt mal. Gibt es bei euch einen Chef? Nein, genau, also ich schau mal nicht, obwohl ich jetzt dran bin mit dem Interview. Wir entscheiden eigentlich alles gemeinsam. Klar haben wir unseren Frontmann, den Tristan, auf der Bühne, der ja auch unser Sänger ist. Aber ansonsten, wir entscheiden alles gemeinsam und ansonsten Demokratie halt. Wenn man euer euer Info liest, dann hat man das Gefühl, es mit einer durchaus auf politischer Mission, gesellschaftskritischer Mission seienden Bands zu tun zu haben. Ist das so oder seid ihr leichte Kost? Interessanterweise, und das ist jetzt wirklich kein Quatsch, wir hatten mit dir ein Interview zur letzten Platte und du hattest uns gefragt, hey, und politische Themen sind so bei euch gar nicht drin? Und wir haben gesagt, naja, eigentlich gar nicht. Das war so erster Anstoß, das war aber nicht tatsächlich jetzt der Auslöser. Ich glaube einfach, in der heutigen Zeit kannst du dich politischen Themen nicht mehr verwehren. Es geht einfach nicht. Die Musikmesse liegt vor der Tür und ein großes Thema im Augenblick ist das Urhebergesetz, was sozusagen das komplette, also haben manche User im Netz Angst, das komplette Netz zerschießen wird. Der ganze Underground, musikalische Underground, sag ich jetzt mal, vernetzt sich im Internet, kommuniziert über das Internet. Hat das neue Urhebergesetz oder der Datenschutzgesetz, hat das irgendeine Konsequenz für euch? Ich glaube für uns nicht, weil uns geht es nicht darum, Geld zu verdienen. Wir machen Musik und freuen uns, wenn sie sich verteilt und es ist am Ende dann relativ egal. Also ich glaube nicht, dass einer von uns auch noch irgendwie einen Schmerz hat, wenn jemand unsere Musik illegal verbreiten würde tatsächlich. Wir sind nicht auf diesem Status, in dem wir irgendwie von der Musik finanziell abhängig wären. Von daher, wir verschenken auch immer wieder mal eine Platte auf einem Gig. Also. Seid ihr in der GEMA? Nein. Also GEMA-freie Musik sozusagen, das heißt, das stimmt. Also wenn man nicht in der GEMA ist, kannst du auf deiner Seite das ganze Zeug veröffentlichen, ohne irgendwie zahlen zu müssen. Bewegt ihr euch, weil ich habe immer das Gefühl, Jugendliche von heute sind mit einem Chip im Kopf auf die Welt gekommen. Benutzt ihr von Facebook, Instagram, alle Foren, Twitter, um mit euren Fans zu kommunizieren? Facebook sind wir dabei, Instagram sind wir dabei. Wir hatten tatsächlich vorhin den Fall, dass wir echt an Instagram ein bisschen gescheitert sind. Ich glaube, wir sind schon ein bisschen zu alt.
manchmal für manche Dinge. Du hast ja keine Ahnung, wie alt wir sind. Sieht so jung aus. Tristan, du bist der Sänger, der sozusagen der Sprecher auf der Bühne, die Frontfigur. Worin geht's in deinen Texten oder macht ihr alle zusammen die Texte? Also Texte schreiben eigentlich Stefan und ich, hauptsächlich er. Wir tauschen uns aus, sitzen zusammen, probieren Dinge aus. Aber die Großteil der Message ist schon von Stefan. Der ist so ein bisschen unser Brain, was der Dave vorhin so ein bisschen verheimlicht hat. Jein. Also ich schreibe zwar Texte, aber ich glaube, irgendwie so nach 10 Jahren haben wir beide einfach eine gewisse Chemie. Also wir haben durchaus den Fall, er hat einen Riff, das ist wirklich kurz. Ich schicke ihm einen Text rüber und er kommt mit einem fertigen Song in die Ecke. Der Grundidee, die wir dann gemeinsam natürlich ausarbeiten. Aber ich glaube, inzwischen flutscht. Die Texte autobiografisch, Fantasy, Kunst, Nonsens. Ich würde es genauso beschreiben. Nein, ehrlich. Ich meine jetzt themenorientiert, die aktuelle Platte, CD, die er rausgebracht hat, steht die unter irgendeiner Headline? Also wir haben uns jetzt nicht hingesetzt und gesagt, wir wollen unbedingt über das schreiben, aber es gibt Dinge, die uns bewegen und dann kommt das von ganz allein, denke ich. So. Fernsehauftritte hat man ja auch nicht jeden Tag. Habt ihr euch für heute irgendetwas ausgedacht? Konfettikanone, nackte Tänzerinnen oder was dürfen wir erwarten? Wir spielen nackt. Das ist der Plan. Wir wollten heute auch richtig gut spielen, haben wir uns vorgenommen. War eine Überlegung, aber reden wir noch drüber. Das heißt, ihr geht jetzt auf die Bühne mit der gleichen Energie, wie ihr zum Beispiel auch im Zoom oder in der Butch Cup spielen würdet. Natürlich, jeder Gig muss volle Power sein. Ne? Ihr seid in ganz Deutschland unterwegs oder eher hier in der Region? Schon in der Region. Also wir wären natürlich nicht abgeneigt, wenn jetzt jemand sagt, hier Hamburg, habt ihr Bock? Aber sonst eher in der Region, ja. Also ich gehe davon aus, ihr Lieben da draußen, dass wenn ihr Love Sees No Color heute hier seht, jetzt in dieser Newcomer-TV-Nacht sozusagen in dieser Folge, dann werdet ihr sie buchen, ihr werdet sie besuchen, ihr werdet ihnen folgen auf jeden Fall. Deswegen jetzt mit viel Spaß von euch und danke, dass ihr in diesem kurzen Interview diesen peinlichen Fragen Antworten gegeben habt. Viel Spaß von für euch zu Hause mit Love Sees No Color. Ciao.